Ja, mein heutiger Studiogast ist Dominik Köck. Da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen Zuseher schon, denn der Name Köck ist mittlerweile in der Obersteiermark und auch im angrenzenden Niederösterreich ein Begriff, liefert er doch für viele das täglich Brot, kann man sagen. Schön, dass du Zeit genommen hast. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ja, dürfen wir ein bisschen plaudern über den Einblick in den Alltag eines Bäckers, über Nachhaltigkeit und warum du auch dein Kaffeehaus zweimal im Monat zum Wirtshaus umfunktioniert. Ich freue mich. Ja, begonnen hat es 1955, da hat dein Großvater in Gmunden in Oberösterreich eine Bäckerei gegründet und ist aber dann ins Mürztal übersiedelt. Wie kam es Genau. dazu? Was hat denn der Herr verschlagen? Vom wunderschönen Traunsee noch mit Zuschlag. Ich bin trotzdem heute sehr dankbar, dass er den Schritt gemacht hat, sonst würde man heute nicht da sitzen. Die Bäckerei in Gmunden war nur gepachtet. Es waren vier Kinder da. Der Opa wollte selber was haben und eigene Bäckerei besitzen. Und in Mürzzuschlag war eine Bäckerei zur Übernahme frei. Und somit hat es noch mit Zuschlag. Es war eine sehr aufstrebende Region zu der Zeitpunkt. Die Industrie hat da floriert. Und das waren die Gedanken. Und eine gute Schule hat es auch gegeben. Das war ihm sehr wichtig für die Kinder, dass Bildung auch vor Ort gibt. Und so ist er 1965 noch mit Zuschlag gekommen. Okay, ja, weil, wie du sagst, vom schönen Traunsee nach mit Zuschlag ist jetzt nicht so, aber das wirtschaftliche Interesse hat überwogen und es hat ihm der Genau. Erfolg recht gegeben. Heute führst du in der dritten Generation die Bäckerei. Genau. 1989 hat dein Vater den Betrieb übernommen und 2000 den ursprünglichen Betrieb ausgebaut zu einer wirklich sehr großen, modernen Bäckerei mit den damaligen modernsten Backöfen, Wärmerückgewinnung, also wirklich sehr in die moderne Richtung. Was dabei immer gleich geblieben ist, ist dieser große Wert, den ihr auf die Handarbeit legt, oder? Ganz genau. Die große Bäckerei war nur notwendig, weil wir immer mehr den Platz für die Teige gebraucht haben. Wir haben immer mehr verschiedene Sauerteige, Vorteige verarbeiten wir. Das braucht einfach Platz, das braucht Wege einfach, wo es frei sein müssen. Da sollte man nicht in einer kleinen Backstube, ist immer eng, steht alles im Weg. Heute haben wir eine große, lichtdurchflutete Bäckerei, also da ist wirklich hell drinnen, es ist klimatisiert drinnen, es ist angenehm. Früher in die kleinen Bäckereien hat es da oft bis so 50 Grad drinnen gehabt im Sommer, also sehr anstrengend auch für die Mitarbeiter. Und das ist auch eben ein großer Grund, dass man sich drinnen sehr wohl fühlt und dass man gern drin arbeitet. Und natürlich damals, ist auch schon wieder eine Zeit her, wie wir es neu gebaut haben, war es sehr modern. Es ist aber laufend wieder neu ausgestattet worden. Immer aber nur Maschinen, die was den Bäckern was erleichtern, niemals das, was eine Handarbeit ersetzen könnte. Also wir dann nach wie vor unser komplettes Sortiment, unser Brot wird jeden Tag mit der Hand gemacht. Auch sehr viele Kleingebäcke werden mit der Hand gemacht. Natürlich gibt es ein paar Maschinen, die was unterstützen das Ganze, aber wirklich nur zum Erleichtern der Arbeit und dass man sich einfach besser bei der Arbeit fühlt und wohler bei der Arbeit fühlt, dass es nicht mehr so anstrengend ist. Früher haben die Bäcker 50 Kilo Mehlsäcke auf den Schultern getragen. Heutzutage geht das automatisch von einem Mehlsilo raus und es ist auch immer ganz genau alles die Zutaten verwogen. Das hat schon sehr viele Vorteile und ist einfach nicht mehr die anstrengende Arbeit von früher, sondern ein bisschen einfach angenehmer. Das ist ja das Schöne, wenn man das drumherum erleichtern kann, aber die Handarbeit bleibt und die Qualität auch bleibt. Ganz genau. Bevor wir jetzt darüber sprechen, worauf du oder welche deine Prioritäten sind, ich habe es Anfang gesagt, du führst in der dritten Generation, du hast also im letzten Jahr bist du voll eingestiegen. Genau. War das immer dein Plan, der Plan deiner Familie, dass du das machst, oder gab es da andere Pläne? Ich war zwar immer schon als kleines Kind bei allem in der Bäckerei dabei, habe immer hineingeschnuppert, habe die Bäckerluft immer eingeatmet. Es hat sich aber dann gar nicht so, es war nie die Notwendigkeit da, dass ich irgendwie einsteigen müsste und habe auch ganz anderes vorgehabt. Ganz normal meine Hackmatura gemacht, bin dann studieren gegangen nach Graz, habe aber dann beim Studieren recht schnell gemerkt, dass das nicht das ist, was mich eigentlich erfüllt. Es war immer sehr trocken, das Ganze, die Materie. Und bin dann, mein Großvater ist hergekommen und hat gemerkt, ich bin nicht ganz zufrieden mit der Wahl, was ich da getroffen habe, und hat dann eben gefragt, ob ich es nicht probieren möchte mit der Meisterschule.
und bin dann ohne irgendeiner Vorkenntnis eigentlich in die Meisterschule gegangen und habe aber ab Tag 1 dort die Liebe zu dem Beruf entdeckt. Die Liebe zum Beruf Bäcker, aber auch zum Lebensmittel überhaupt. Man hat da sehr viel rundherum gelernt und es war eine tolle Zeit und tolle Lehrer und viel Erfahrung, was man da sammeln hat können. Und bin heute froh, dass ich den Schritt gewählt habe und bin dadurch Bäcker mit Leib und Seele geworden. Aber das ist schon sehr ungewöhnlich. Bäckermeister ohne Lehre, das wird es in der Branche nicht so oft geben, oder? Ist für mich auch ganz schwierig gewesen. Ich habe sehr viel Praxis nachholen müssen, was man sonst in der Lehrzeit erlernt hätte. Bei mir war es so, dass der Opa am Wochenende mit mir in der Bäckerei gewesen ist und wirklich die Handsemmeln, die Handsalzstangerl, Brotwirken, alles gezeigt hat und geübt hat, sodass ich dann wirklich zur Meisterprüfung antreten habe können und auch die Praxisprüfung mit Bravour geschafft habe. Na super. Ja. Ja, jetzt bist du Chef von mehr als 80 Angestellten, 15 Filialen in der Steiermark und in Niederösterreich. Du bist, wie gesagt, also Bäckermeister ohne Lehre. Gibt's oder hat es vielleicht am Anfang in der Branche Kollegen gegeben, die dich vielleicht nicht so akzeptiert haben? Dass sie da müssen ein bisschen. Man hat es schon gemerkt, also ich habe dann ein paar Stationen bei anderen Bäckereien noch gemacht. Da war man natürlich der, der was schnell seine Meisterschule gemacht hat. Schnell, ich meine, sie hat ein ganzes Jahr gedauert, aber wo man einfach gemerkt hat, der hat das noch nicht gelernt. Also das hat schon eine Zeit gebraucht, bis ich wirklich die Skills gehabt habe, was ein Bäckermeister hat, dass man da ja wirklich vorzeigen kann und dass man akzeptiert wird auch von alten Bäckergesellen, die was das schon Jahrzehnten machen. Das hat schon ein bisschen gebraucht, aber ich glaube, mittlerweile bin ich auch auf dem Niveau und traue mir alles zuzumachen und funktioniert ohne Probleme. Also. Respekt, hast du den Respekt erarbeitet, kann genau, man sagen. Genau, das war notwendig. Ja. Jetzt haben wir schon gesagt, die Qualität ist etwas, was von Anfang an, vom Tag 1, glaube ich, bei euch ganz, ganz großer Anspruch ist. Was sind deine Prioritäten? Es hat ja jeder seine eigene Handschrift. Was ist es, worauf du ganz großen Wert legst? Also mir ist ganz wichtig, dass wir wirklich österreichisches Getreide einmal verarbeiten. Nicht nur österreichisches Mehl, sondern auch Getreide. Wir haben unbehandeltes Mehl, das heißt, es ist keine Ascorbinsäure zugesetzt. Das heißt, der Grundstoff ist schon mal ganz was Natürliches, Naturbelassenes. Das zweite wichtige Zutat neben dem Mehl ist die Zeit. Je länger ein Teig stehen kann, desto mehr kann der Geschmack bilden, Aroma bilden und kann das ganze Potenzial vom Getreide richtig entfalten. Das heißt, wir produzieren unser Brot, fangen wir jeden Tag um 12:30 an. Da ist aber schon der Sauerteig zuvor 18 Stunden gestanden. Die Semmeln produzieren wir erst alle um 6 Uhr am Vormittag und kommen dann in eine Klimazelle, wo ganz leicht eine Temperaturkurve geführt wird. Das heißt, der Teig kann ganz langsam gehen, geht nicht schnell. Und kann da wirklich seinen Geschmack bilden. Man merkt es immer, wenn man bei einer Semmel zum Beispiel riecht, da merkt man den großen Unterschied, ob das wirklich einen Geschmack hat oder ob das irgendwie schnell verarbeitet ist. Die Industrie macht das ganz anders, da muss alles schnell gehen, da geht alles auf den Preis. Da wird innerhalb von 2 Stunden die Semmeln produziert, bei uns dauert die 24 Stunden zum Beispiel. Mhm. Und das ist auch bei unzähligen anderen Broten, unser Baguette-Teig muss auch 24 Stunden liegen. Das längste Brot ist bei uns 48 Stunden. Also das hat ganz eine lange Teigreife und entsteht einfach ein unheimlich guter Geschmack. Zusätzlich tun wir aber auch sehr viel Wasser in den Teig, schauen wir, dass wir bekommen. Wasser im Teig bedeutet, dass das Brot lange saftig bleibt. Wir kochen unser Dinkelmehl zum Beispiel, aufkochen tun wir das. Das heißt, das kommt in einen großen Kocher rein und kann viel mehr Wasser binden als wie üblich. Wir kriegen da 4-mal mehr Wasser rein und das macht einfach dann wirklich das i-Tüpfelchen aus, dass das Gebäck einfach sehr lange saftig bleibt und viel besser schmeckt dadurch. Das ist eigentlich die Antwort auch auf die nächste Frage gewesen. Warum greife ich zu Bäckersemmeln und nicht zu Industriesemmeln? Genau, also, das sind die großen Unterschiede. Einfach, es schmeckt zwar beim Supermarkt nach einer Stunde, ist das noch gut alles, aber es hält sich niemals länger. Und das ist einfach die Bäckerqualität, was da ganz den Unterschied macht. Und vor allem eben die zweitwichtigste Zutat, Zeit, macht es eben aus, was da den Unterschied zum Supermarkt oder zur Industrie ausmacht. Was mir aufgefallen ist, zumindest an 2 Standorten, habt ihr euch in der Nähe von Discountern
von einem großen Discounter angesetzt. Jetzt sage ich, wenn ich schon dort bin, dann nehme ich schnell das Semmel da mit. Trotzdem laufen bei den Filialen, glaube ich, ganz gut. Was war der Gedanke dabei? War der bewusst so gesetzt? Dort? Natürlich ist das schon ein bisschen auch, der Gedanke spielt da schon mit, dass wir einfach im Gegensatz zum Supermarkt, da gibt es wirklich eine gute Semmel daneben. Der Hauptgrund ist aber natürlich die Frequenz. Wir müssen als Bäcker heutzutage schauen, dass wir dort sind, wo die Leute sind. Und bei den Supermärkten sind die Leute und stark befahrene Straßen ist auch wichtig, daneben zu haben. Und das ist eigentlich der Hauptgrund. Aber natürlich ist ganz lustig zu wissen, dass da drin die schnelle, industrielle hergestellte Semmel gibt und bei uns die richtige, gute Bäckersemmel gibt. Und das merken die Leute auch. Also es befruchtet sich schon. Ist generell, glaube ich, etwas, man kann das Wort jetzt schon gar nicht mehr hören und in der Corona-Zeit und hin und her. Aber ich glaube, für euch war es ein Umdenken, also in der Branche, dass die Menschen umgedacht haben und wieder, glaube ich, ein bisschen zurück zu diesen wirklich guten Werten, dass Lebensmittel wieder an sich einen Wert bekommen hat. Das spürt sie auch, oder? Genau. In der Corona-Zeit war das sehr stark zu merken. Wir waren ja neben die Supermärkte, haben wir auch offen gehabt. Wir waren oft Nahversorger wirklich im richtigen Sinn, so wie es sein sollte oder wie es immer früher war. Und die Leute haben da sehr viel wieder zum Umdenken begonnen und die Regionalität ist einfach auch wieder wichtiger geworden, Gott sei Dank. Und das ist natürlich, hat uns ein bisschen in die Hände gespielt. Also wir sind sehr froh, dass jetzt wieder Leute draufgekommen sind, was einen Unterschied ausmacht und das Regionalkaufen doch auch nicht schlecht ist. Regionalität, großes Thema für dich immer schon gewesen, auch die Nachhaltigkeit. Genau. Du warst in der Region, glaube ich, einer der Ersten, der die Too Good To Go Sackerl aufgenommen hat, da wo es kaum jemand noch gekannt hat. Du bist auch bekannt dafür, möglichst viel zu vermeiden, dass weggeworfen wird. Genau. Wie kann man das, wie schaut das Konzept aus, wie kann man das vermeiden, weil man kann ja nicht immer so planen ist, da ist ja ganz ein großes, muss ein gutes Konzept dahinter stecken mit Einkauf und vor allem auch mit Wiederverwertung, oder? Ganz genau. Das Thema Lebensmittelverschwendung liegt mir sehr im Magen oder wenn man sieht, was übrig bleibt oft, da dann wirklich tut es einem richtig innerlich weh. Wir dann schon seit eh und je unsere nicht verkauften Brote und Gebäcke wieder zu Bröseln, Knödelbrot für den Verkauf, aber andererseits auch in unseren Teigen wieder zusetzen. Das bringt dann ganz einen tollen Geschmack noch zusätzlich, das hat schon einmal gebacken, es hat schon Röstaromen tolle, also es wird mit Wasser wieder angesetzt, bringt auch wieder die Saftigkeit zusätzlich rein. Und dann machen wir auch mit Too Good To Go, seit Beginn an sind wir da dabei, was sehr positiv aufgenommen wird. Wird ein Warenwert von 12 Euro in einem Sackerl um 4 Euro verkauft und es sind halt wirklich viele Lebensmittel, die was sonst eventuell weggeworfen werden, es werden nicht alle, wie gesagt, es werden welche wiederverarbeitet, noch gerettet. Der wirkliche Rest, was dann noch übrig bleibt, holt Gott sei Dank ein Landwirt bei uns und verfüttert es an seine Tiere. Das heißt, es bleibt auch wieder in der Region und wir müssen wirklich einen Bruchteil nur weghauen, was wirklich nicht anders möglich ist. Und das macht mich halt schon sehr glücklich dann, dass wir da ein bisschen dem entgegenwirken können. Das ist auch ein gutes Konzept und vor allem schön, wenn das auch die jungen Menschen so sehen. Ich meine, ist kein Geheimnis, bis 33 Jahre jung, also das ist sehr fein, wenn da dieser Gedanke ist. Generell bist du in der Region ja auch sehr verwurzelt, also das Regionalität ist für dich ja jetzt nicht nur ein Schlagwort. Du hast auch mitbekommen, also Wirtshäuser sperren zu, eins nach dem anderen. Wolltest du so nicht zuschauen? War das der Grund, warum du zweimal im Monat so in etwa dein Kaffeehaus in den Zuschlag zum Wirtshaus umfunktionierst? Nicht ganz so. Es tut mir natürlich sehr leid, alle Wirtshäuser was zusperren, ist immer ein bisschen schade und geht mir auch sehr ab. Wir haben am Stadtplatz im Zuschlag unser Geschäft neu umgebaut nach 18 Jahren und wollten was Neues machen, wollten ein bisschen was uns selber, was unserer Generation irgendwie fehlt, machen. Und wir sind dann zufällig mit zwei Köchen ins Gespräch gekommen, die was das auch irgendwie den gleichen Gedanken gehabt haben, machen wir irgendwas, das was uns allen eine Freude macht und wo man eine Gaudi dabei hat und haben den Aperitivo am Stadtplatz erfunden sozusagen. Das ist ein tolles 6-Gänge-Menü mit
komplett regionaler Küche und Lieferanten auch, also aus einem Umkreis von 20 Kilometern beziehen wir da unsere Rohstoffe und zu jedem Gang wird ein Brotgang serviert von mir. Also das ist das Tolle daran, dass wir mal das Brot auch in den Vordergrund stellen können. Und das kommt unheimlich gut an. Wir sind über Monate hinaus ausgebucht und die Leute sind wirklich, keiner geht da raus und ist nicht begeistert. Also das sind alle einerseits vom Essen, aber andererseits auch von der Art, wie wir das machen, ganz begeistert und für mich unheimlich schön, dass ein Projekt, was wir aus Leidenschaft eigentlich begonnen haben und dass das aber so funktioniert und so angenommen wird, wirklich ganz was Tolles. Ja, kann ich nur bestätigen, weil ich habe noch keinen Termin ergattert, ich bin immer zu spät dran, aber alle, die schon dort waren, sind begeistert. Man muss ja sagen, einer der Köche ist ja auch in einem Vierhauben-Lokal gelernt, also da steht schon ordentlich was am Tisch, kann man sagen. Ich bin ganz fasziniert immer, was die zwei Köche da machen. Ich kann halt da dazu nichts beitragen, ich kann nur das Brot dazu liefern. Und das ist aber auch sehr schön, immer den Gästen erklären, um was beim Brot geht. Und ich lasse auch immer jeden riechen dran, dass man das versteht, den Unterschied. Und dass man da mal in Ruhe auch über Brot reden kann, das ist schon sehr wertvoll. Ist schön, wenn man eigentlich so ein Lebensmittel, das man wirklich täglich am Tisch hat, näher kennenlernt, sagen wir mal so. Und auch einmal, dass man es in Ruhe probieren kann, weil meistens belegt man irgendwas mit einem Brot, aber man sollte auch Brot alleine essen können, ohne irgendwas dazu. Dann merkt man erst wirklich den Unterschied, den Geschmack merkt man erst, wenn man es wirklich ohne irgendeinen Belag isst. Und so sollte Brot auch sein. Ja, vieles, das schon passiert ist, vieles, das wahrscheinlich noch passieren wird. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Dass ich noch immer Bäckermeister mit Leib und Seele natürlich bin, dass mir das noch immer sehr viel Freude hoffentlich weiterhin macht. Wohin die Reise geht, ist sehr schwierig heute zum sagen. Natürlich sind wir sehr bemüht, dass wir unseren Weg weiterführen und dass ich das, was über Generationen aufgebaut worden ist, auch so weiterführe und auch verbessern natürlich. Wir haben jetzt momentan 15 Filialen, vielleicht kommt noch die eine oder andere hinzu. Wichtig ist mir, dass man nicht zu schnell wächst, sondern dass man langsam nachhaltig wächst. Alle unsere 85 Mitarbeiter kenne ich persönlich, das ist mir sehr wichtig, dass wir uns alle kennen, dass mich jeder kennt, dass jeder uns versteht, unsere Philosophie kennt. Also es muss nicht immer alles im Wachstum sein, sondern es kann auch die Qualität intern noch verbessert werden. Das ist ein schöner Gedanke. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und schön, dass ich mit dir heute plaudern habe dürfen. Vielen Dank, danke.